Handelsübliche Batterien wieder aufzuladen klingt für den Zuhörer erst einmal nach Zukunftsmusik, ist es aber nicht mehr. Ein Ladegerät für normale Einwegbatterien dürfte nicht nur für Umweltfreunde und Sparfüchse eine wichtige Anschaffung sein oder werden. Wir haben nun Herrn Rainer Wolf von der Firma Arctis am Telefon, der uns etwas mehr über das Ladegerät erzählen kann und seit wann es auf dem Markt ist. Den Eco-Battery Charger gibt es eigentlich schon seit ein paar Monaten, der ist aber irgendwie immer ziemlich unentdeckt geblieben. Und wir haben das Ganze jetzt von Arctis ausgegraben und haben uns überlegt, das ist so ein cooles Produkt, das muss auf jeden Fall entsprechend promotet werden, haben dafür jetzt die Distribution übernommen. Und das Geniale an diesem Eco-Battery Charger ist eben, dass man da im Gegensatz zu Akkus mit ganz normale Einwegbatterien mitladen kann, was ja so erstmal ziemlich verrückt klingt. Aber in der Tat kann man da tatsächlich bis zu 20 Mal jede Einwegbatterie wieder aufladen und das spart natürlich eine ganze Menge an Strom, Energie und natürlich auch Kosten. Und das Coole ist von diesem Eco-Battery Charger, dass er die Chemikalien in den Einwegbatterien aktiviert und dadurch die Batterien wieder verfügbar macht. Nicht mit 100% Leistung, aber immer noch mit 80% Leistung. Und das ist natürlich auch immer eine coole Geschichte, um wirklich dann auch Strom und Geld zu sparen. Bevor ich Sie nun aus der Leitung lasse, können Sie uns vielleicht mitteilen, wo ich dieses Ladegerät beziehen kann? Den Eco-Battery Charger, der befindet sich im Vertrieb von arctis.de. Der ist also direkt online bestellbar, kostet 34,90 Euro und ich denke mal schon, nach kurzer Anwendungsdauer hat sich das Ganze mehr als mehrfach bezahlt gemacht.